die vier Geranien, heute geht es um dieses Buch, Ein Mond für Leonore oder Die kleine Kunst, das Glück zu finden. Habe ich mir von einem Kumpel ausgeliehen, deswegen kann ich das leider hier nicht in die Kamera zeigen. Und es ist sozusagen ein erwachsenes Kinderbuch, was man irgendwie Leuten schenkt zu bestimmten Anlässen, nehme ich mal an. Und es geht um Leonore, sie ist eine Prinzessin und sie ist krank. Und sie meinte, das Einzige, was ihr hilft, gesund zu werden, ist der Mond. Sie möchte gerne den Mond haben. Und der König holt dann alle möglichen Leute vom Hof zu sich und befiehlt ihnen, den Mond zu holen, den Mond zu beschaffen. Und alle verschiedenen Leute geben dem König andere Informationen und sagen ihm, es wäre unmöglich, den Mond zu beschaffen. Bis der Hofnarr kommt. Was der Hofnarr macht, genau, will ich natürlich nicht verraten. Aber es soll so eins dieser Bücher sein, wo man drüber nachdenkt und die dann einem irgendeinen Hinweis im Leben geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gelesen und fand einfach 80% des Buches viel zu lang geschrieben. Ich meine, das ist schon irgendwie nur 30 Seiten lang oder so. Und trotzdem hätten es 10 sein müssen eigentlich, weil geführte 20 sind einfach nur irgendeine Beschreibung und keine Lehre. Die soll natürlich zu der Lehre mit dazugehören, verstehe ich, aber ja, irgendwie war mir das dann zu lang, zu viel. Und wenn, ich meine, ich kann verstehen, ich könnte, denke ich, deuten, was der Hintergrund dieses Buches sein soll. Zum Beispiel, man kann ja immer verschiedene Sachen reininterpretieren, zum Beispiel, dass es eigentlich die simplen Lösungen manchmal sind, die uns ans Ziel bringen. Und so hingegen ist es vielleicht ja, ganz interessant mal zu sehen. Ich meine, es ist so ein typisches Lernbuch, sowas, was den Heranwachsenden irgendwas lehren soll. Aber ich muss sagen, mich hat es nicht irgendwie überzeugt. Deswegen würde ich sagen, ich gebe ihm eine 3-. 3-. Ein Mond für Leonore oder die kleine Kunst, das Glück zu finden. Ich weiß gar nicht die Autoren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sieht man ja hoffentlich auf dem Cover. Ja, bis dann.